So, meine lieben Zuschauer, weiter jetzt. Und zwar, wir starten nächste Attractions Pack, nämlich Haunted Haru. So, ein bisschen geschrieben. Haunted, ja. Haru, eben eine Kontrolle gemacht, gut. Also, this is the next level. Kurzer Überblick, ganz kurz. Ja, ich habe im Moment nur so wenig hier, aber ich kann einiges dazu gewinnen. Natürlich, den Preis muss ich schon hochsetzen auf 30 Euro erstmal am Anfang. So. Also, Karussell 60 Cent, die Achterbahn hat wird. Ne, das ist die Geisterbahn, 40 Cent. Die Achterbahn müsste um die 2 Euro sein. 1 Euro. Okay, dieser Park ist ganz günstig. Schauen wir uns mal an, was muss ich machen. Erstmal auf Maximalfinanzierung gehen natürlich. Defekt. Eine Mechaniker habe ich gerade am Start. Ist natürlich die Frage, wie kann ich möglichst schnell weit kommen, ne? Vielleicht bringt es auch erstmal eine weitere Achterbahn näher, nämlich den Virginia Kreisel. Erstmal das Ziel, wirklich diese paar Sachen, die ich noch habe, in den Park pflanzen und dann wird Parkgelände gekauft, weil hier werde ich tatsächlich nicht drumherum kommen. Oh. Nicht drumherum kommen, irgendwas anderes nicht zu kaufen. Virginia Kreisel auf 2 Euro. Alles nochmal. 1200 Besucher, 3 Jahre, 600 muss die Parkbewertung betragen. Jetzt kann ich mir mal kurz anschauen, beruhigt. Was kann ich kaufen? Ganz viel. Und über den Weg kann ich sogar noch was kaufen? Ja, doch, hier, das kann ich auch noch kaufen. Über den Weg. Etwas umständlich gemacht. Aber okay, so ist es nun mal. Essensstände habe ich auch schon ein paar, Luftballons auch. Also wie gesagt, von dem brauche ich gar nichts mehr. Habe ich eine Information schon? Ne, ich glaube nicht. Ich glaub, die hier vorne. Ich brauche einen Weg, den kommt sie dahin.
Was wird? Ah, shit, das habe ich ja schon. Wieso wird kein Sinn, habe ich schon. Rutsch habe ich auch schon. Den Weltraumkreisel. Genau, noch nicht. Also das wird, glaube ich, eine große Herausforderung. Schwester habe ich noch nicht. Keine Chance, das anders zu platzieren. Okay, es kommen aber schon mehr Leute rein. Die Frage, die Achterbahn, die brauche ich ja noch gar nicht. Das lasse ich jetzt mal stehen. Achterbahn lasse ich erstmal stehen. Drei, vier kostet die Crazy Wall. Passt hier aber sehr gut hin. Ja, die werde ich auch hier tun. Drei, vier. Muss ich im kleinen Moment erstmal wieder sparen. Hier reinpassen. Jetzt schaue ich mal, was ich hier kaufen kann. Schon mal ein bisschen Land zusätzlich erworben. Ich muss das wieder in kleinen Etappen machen. Wenn ich jetzt erstmal so viel kaufe, dann bin ich direkt pleite und es kommen keine Leute mehr rein wegen Eintrittsgelder. Ne? Der passt nicht. Der ist draußen. Ja, das ist draußen. Crazy Vogel reinpasst. Okay, wahrscheinlich.
Nein, aber wie gesagt, immer noch so mittig für 3400. Euro diese Bahn ist nobel. €5.000 hat er als Darlehen, als Bürde. Hilfskräfte, da machen wir jetzt erstmal richtig was los wieder. Am besten schon 15 Stück. Wenn es zu viel sind, können wir die natürlich immer noch mal schnell entlassen. Und jetzt sind noch 4 Mechaniker dazu, oder auch 5. Hier nochmal aus. Ah, okay, hier ist es dann zu Ende. Ja, wegen verschmutzten Fußweg, ich weiß. Aber dafür gibt es jetzt ein paar Leute, die das machen. Ah, die passt rein. Für 4, 6. Ja. 4, 6. Da unten kann ich eh nichts bauen. Oder mehr kaufen. Das geht erst hier mit dem Land dann los wieder.
geht doch um Achterbahn. Gott, ich muss es ausmachen. Tut mir leid. Ist ein bisschen resigniert, sie möchte nicht mehr so viele kommen. Und bumm. Hallo, der Luftballon geht gleich kaputt. Jetzt gehen sie kaputt. Ah, okay, doch. Beide kaputt gegangen. Was kommt als nächstes für eine aufregende Attraktion? Schaukeln am 29. Die eigentlich wirklich so aufregend ist, bezweifle ich. Okay, nehmen wir es so.
So, bei 5000 werde ich diese eine Achterbahn dahin bauen. Das war die. Die hier war das. Das war, glaube ich, diese. Was war das? 4-6. 4-5. 4-6, ich mach die relativ weit nach unten, oder? 4-5 soll jetzt aber. Ja, ich muss die hinten dran quetschen, so. 4-6. Und hier unten können dann noch andere Stände hinplatziert werden. Das ist nochmal quasi alles, was ich eigentlich habe hier. Genau, das ist alles. Schau mal, wie viel das noch rausgeht, okay? Ja. Wieso laufen die da noch nicht rein? Zu teuer sein. Jetzt geht's. Jetzt ist der Bann gebrochen. Eintritt verschärfen auf 40 Euro. Dann haben sie immer noch genug zum Fahren. Okay, dann haben wir unser Schiffschaukel ist fertig geworden. Miniaturgolf, besser gesagt. Kann man auch nur halt selbst bauen, wenn ich Platz hätte, aber so wirklich geht mir der Platz schon aus.
mich schon mal nützlich, dass ich hier ein kleines bisschen Gelände dazu kaufe. Reicht erstmal. Jetzt heißt es wieder warten, bis das nächste kommt. Nach dem Golf. Jetzt machen wir deinen Landwirtschaftssimulator nach, einmal alle Bäume weghacken. So, glaube ich, alle. Ah ne, da ist einer. Gut, das andere. Auf der Linie ist nicht mehr viel. Das waren die herzlichsten zwei noch. Gut. Da ist auch noch Baum. Da ist er. Oh, alles voll mit diesen Bahnen. Aber das sind halt nur diese Einzelfahrten quasi. Oder zu viert passen die nur in einen Waggon rein. Das Haus der Illusion. Lass ich dies. Das Haus der Illusionen ist doch zu groß dafür.
es ist richtig verrutscht, aber das sehe ich jetzt erst. Jetzt müsste es eigentlich theoretisch dann gehen. Ja, natürlich, guck mal. Das ist doch sogar noch nicht. So. Okay. Ganz so lassen wir jetzt. Gucken wir mal diese hölzerne Wände Achterbahn an. Das ist die hier. World Coaster. Die kann ich nicht bauen. Doch, kann ich. 6, 6. Okay. Also. Ja, aber die ist auf der anderen Seite dort. Halt. Das ist 1 zu viel da oder so, also ich komme da nicht ran, glaube ich. Also eigentlich geht's. Aber ich komme mit dem einen Ausgang da nicht hin. Hier noch. Die Frage ist, was kriege ich? Nur strukturierter irgendwo gebaut.
könnte es mal versuchen, ob das mit dieser einen Achterbahn geht. Besucher, machen wir da Stopp. Zirkusvorstellung. Das passt tatsächlich nirgends wohl. Die Zirkusvorstellung. Also die hebe ich mir jetzt noch mal ein bisschen auf, bis ich nämlich den Park erweitert habe, was ich hier mit dem Land kaufe. Ich hoffe, das funktioniert, dass ich irgendwie den Eingang bei dieser einen Achterbahn vernünftig hinbauen kann, weil ich kann den nur in eine Richtung bauen. Das ist blöd dabei. So, auf September gewechselt, deswegen ein bisschen weniger Geld bekomme. Habe ich Lege 6-6.
kann das hinkriegen. Jetzt habe ich erstmal Minus. Das muss ich natürlich erst mal gucken, dass ich den einen von 50 da unten kriege, bevor dann der Auswind rankommt. Wird dann den hier setzen. Die Verbindung steht. Oh, 3 Euro an. Ein Startbudget. Schon cool aus jetzt. Eine Achterbahn wieder in der Achterbahn. Ist das wieder zu teuer oder haben die es noch nicht geschnallt? Ganz einfach, wenn er nicht geschnallt habe. Zwei sind schon drin. Ich kann ja noch mal was zu versuchen. Das ist raus im Weg schon. Oh. Aus der Illusion im Weg. Jetzt wird den Park wieder ein bisschen auseinander. Und da oben funktioniert es jetzt. Super. Thank you.
fertig. Den sollte ich mal irgendwie bauen, oder? Muss ich hier mal die Stützen weg tun. Ausgang. Wie gesagt, kann ich nur platzieren, welche Stützen ich sehe. Und schon wieder sehe ich sie. Passt da nicht hin, aber nur weil ich halt den Ausgang nicht platzieren kann. Nicht so schön. Du, weil hier oben. Ja, passt nicht. Das wird natürlich ein bisschen sportlich wieder, wie ich nämlich hier die Wege bauen kann. Das Haus der Illusionen stört da wieder. Das ist wieder eine der überflüssigsten Sachen. Okay, 2,1. Dann kann ich wieder etwas Gelände kaufen.
geht nicht mehr, jetzt muss ich wieder was warten. Mit den Einnahmen, das ist schon, dauert schon echt länger. Die Wasserrutsche entdecken ja noch nichts mehr anfangen. Also noch nicht einfach, weil ich muss einfach gucken, was ich mir jetzt das Geld zusammenspare, dass ich den Park außen herum erweitern kann. Hier geht ja auch noch was, ne? Ja, noch einiges. Also diese Bäume, die gehen mir so auf den Nerven. Mach mal den da erstmal raus. So viel kriege ich für 1000 Euro da oder 1200 Euro da gerade mal weg.
Ich hab doch Pommesstände. Ja, okay, eine. Wo sind die hungrigen Besucher? Okay, hat sich erledigt. Hungrige Besuche gibt's nicht. Es sind halt recht wenige, ne? Jetzt nehmen wir die nächsten zwei Linien hier raus. Schon wieder 200.000 Miese. Ah ne, das ist 200.000. 200 nur. Ist ja. Weiß ich, denke irgendwie in größeren Kategorien hier. Komm. Thank you.
besten. Kopfschiffschaukel, 19. Mai. Die kann ich doch hier hinter tun. Oder so quer, so quer. Ist besser. Stadt. Ah, die große Schiffschaukel. So. Sollten sie eigentlich direkt reingehen. Das meiste, wo die nicht sofort reingehen, ist eigentlich immer nur die Achterbahn. Ja, genau. Er kann sich die nicht mehr leisten, okay, und er geht rein oder sie geht rein. Ja. Also hier geht's direkt. Hier oben hätte ich sogar den Platz für eine richtig große Bahn. Ne? Aber erstmal da an das Geld ranzukommen. Ne? Was wäre denn eine Option? Die hier. Hoppla. Ja,
die hier, die würde sogar reinpassen mit 7-2 oben drauf. Und hier nimmt sie zu viel Platz weg. Oder halt die, ne? Ah, die ist etwas zu. Die ist zu lang. Ein Tick zu lang. Aber die würde so reinpassen. Für 9-6. Tja. Aber für 9-6, das könnte ich schon überlegen, ne? Jetzt habe ich gleich wieder 1000 Euro, genau. Also 2-3 Monate dann dürfte ich sie haben. So 18. Juni, die nächste Achterbahn. Und dann sind wir quasi an der Hälfte des Tages heute angekommen. Okay, 2000 habe ich schon mal. Das ging jetzt eigentlich relativ zügig. Aber es tut eben halt nichts zur Sache, dass da kaum Leute reinspazieren. Deswegen brauche ich die nächste Achterbahn wieder als. Also die muss groß sein. Mini-Achterbahn. Ah, mein Crazy Caterpillar. Bitte sein. Wäre natürlich auch eine gute Option. Natürlich, die würde ich hinkriegen. Aber auch hier auf diesem würde ich das hinkriegen, wenn ich den drehen würde. So wie das aussieht, sind alle Bahnen sehr gut besetzt. Aber jetzt keine Warteschlange bei Ihnen.
Ich hier runter auf 1,50. Also in Gelb muss ich sagen, das dauert hier schon brutal lange. Na, ich habe halt auch nur einen so einen Zug erst nur, ne? Und der nimmt auch nur halt 1,50 ein. Mit den Achterbahn, aber 7 Juni. Natürlich diese Stahlgerüst-Achterbahn, die bräuchte ich eigentlich wieder. Wir sind halt so kleine Waggons gemacht.
das halt zu sehen. Allerdings beim Safety Car, du kannst ja 10 Wagenlängen Abstand halten, ne? Warum hält der dann hinter ihm nicht einfach mehr Abstand? Weil bei Max vorne siehst du ja auch, er musste quasi ein bisschen nach rechts, also aus meinem Empfinden fahren, weil bei, also links vor ihm war ja auch noch einer, ne? Und da musste er halt sicher gehen, dass er ihn nicht hinten drauf fährt. Und es ist wirklich so, dass wenn du wirklich von hinten kommst, hinten drauf fährst, hast du immer Schuld. Es ist völlig egal, wie der vor dir eigentlich fährt. Der Hintermann muss vorausschauen, gefahren, als der, der vorne ist. Und ja, mit Rückspiegel oder sonst was, natürlich kann man das so auslegen oder so, aber also ich hätte es vielleicht so gemacht, dass ich mittiger gewesen wäre. Allerdings, also halt, um es selbst zu vermeiden, dass ich dann keine Strafe habe, dafür ist es auch beruhigter. Also, ich meine es nicht. Aber ja, wie gesagt, der Hintermann muss eigentlich immer Safety First fahren. So, eben mal was geredet wegen unserer F1-Liga. Die haben nämlich auch die Möglichkeit, Videos einzuschicken wegen dem Chaos-Rennen am Montag. Richtiges Chaos-Rennen. Langsam Zeit, dass ich mehr Attraktionen bekomme. Die Bobbahn hätte ich angeboten. Der Mini-Bob. Natürlich geht es auch. 5,8 sogar. Big Bob. 11,9. Irgendwie schweineteuer. Oh nein, ich bleib bei der Bahn, weil ich da, also bei der anderen Bahn, weil ich da halt wirklich einen Zug hinterstehen habe. Das heißt, so 10.000 muss ich schon haben. Thank you.
ja, seit Maranello machen das alle so, dass du, seitdem es da diesen Crash gegeben hat auf der Fahrbahn, weil die alle kein Gas geben oder was, und der Hintermann einfach vorne drauf fährt, selbst in der richtigen Formel 1 ist das ja passiert, deswegen Maranello, ne? Wo das halt passiert ist, ich mache das eigentlich immer so, dass ich dann keine 30 fahre, ich fahre dann nur noch 10. Also ich bleibe auch fast stehen. Damit gehe ich wirklich davon aus, dass der hinter mir dann ist, wirklich drauf fahren kann, okay. Dann reicht das Video ein, kriege ich 5 Sekunden weniger nochmal, okay. Aber ich fahre halt selbst keinen vorne drauf. Das heißt, 5 Sekunden bekomme ich dann definitiv nicht oben drauf. Und ja, das kann passieren, aber deswegen muss der Ziehharmonika-Effekt, der muss einfach da sein. Ne? Dass du dann wirklich, je weiter du hinten bist, du einfach verlangsamst. Auch wenn du dann keine 10 hast, dann hast du vielleicht auch noch 3 Wagen liegen oder so. Ja? Wie gesagt, also ich mache da nicht 30 km langsam, ich mache wirklich auf 10 km, wenn es soweit ist. Und ja, guck dann, dass ich wirklich mehr Schwung dann habe, anstatt direkt hinter dem zu sein. Weißt du, einfach dann mit mehr Schwung beschleunigen, wenn es dann wirklich abgeht. Das bringt dann teilweise mehr, als wenn du eine, zwei Wagen hinten dran bist. Also über 3, 4, 5 Wagen, dann kann man einfach hochspringen und ganz einfach. So. Oh, also, meine. Es gibt so Gurke 16 August. Die kommen auch noch nicht rein. Erstmal, wie gesagt, gezielt die Achterbahn. Die Parkbewertung auf 930. Jetzt muss ich Attraktion runtersetzen. Nicht 1,40 halten, das hat auch 1,50. Natürlich jetzt auch dafür zu viel. Jetzt sehe ich auch ein. Jetzt fehlt mir wirklich nicht mehr viel, dann passt es. Wieder 9600. 96. Anders. Die kommen danach dran. Das war vielleicht. Ne. Okay. Ist dann doch nur die, die ich dann vielleicht so platzieren kann. Aber jetzt muss ich erstmal die hier bauen. Das war den so auf 9,6, genau. Jetzt warte ich einfach mal so, bis ich dann die Kohle habe. Dann haben wir es zusammen.
So, haben wir das. Dann holen wir mal. Jetzt tun wir erstmal den Ausgang verbinden. Ah, jetzt bin ich im Minus gelandet. Das nicht angenommen, da oben zu. Das geht ja nur um 5 Uhr runter, jetzt ist 27 Uhr. Ah, ne, auch 2 was. Ah ja, wegen dem Boden, das ist ja nicht gleich. Hier gehen wir auf 3 Euro. Das sind ja noch nicht andere Züge. Jetzt dürfte mal endlich wieder was in den Kassen rascheln. Lorenachterbahn, die haben wir auch noch. Kommen hier rein. Genau, jetzt kommen wir da mehr. Da laufen sie. Die Go-Kart-Bahn kommt da oben hin. Das kann ich nochmal erwähnen, da durchaus der Bewegungssimulator hin muss. Okay. Dann müssen wir es so machen.
wir mal 350. Komm, fangen wir hoch an und werden immer weniger. Jetzt kann ich sogar mal ein bisschen Darlehen abbezahlen. Schnell. Den Bewegungssimulator halt hinquetschen. Ich hoffe, da haut mir hier nicht mehr was raus, alles Wetter. Bauen wir einfach mal hier runter. So. Dann haben wir hier aber noch so einen kleinen Anschluss, da geht es da oben auch ein bisschen schneller. Die Wartezeit beträgt 2 Minuten. Okay. Aussichtsturm, den wird es geben. Der wäre natürlich was für ihn. Hier auf einem schönen Berg, das ist schon eine schöne Aussicht. Dann mit dem Turm dazu, dann sieht es gut aus. Okay, die sind jetzt schon bei zu viel bezahlen in den Schiff schaukeln, die muss ich jetzt mal im Auge behalten. Alles Darlehen weg. Dann haben wir den Aussichtsturm. Den krieg ich sogar so da.
ja noch untergehen. Da muss ich Landschaftsbau machen. Mit zwei Dingern. Ja, da weg. Jetzt geht's. Von hier. Hä? So dickisch. Noch zu weitlich. Haben wir den Zusammenschluss, dass der Wege reicht. Da nach der rasenden Maus. Die ist natürlich was für hier. Oder? Hier.
Sicht drauf. Das haben wir schon wieder ganz viel erzeugt. Die Bäume fliegen hinterher. Option wäre jetzt der Caterpillar. Oder die rasende Maus. Okay, der Racy Rocket. Bauen könnte ich noch. Ich würde eher sagen, so. Aufregungsaktion am 11. April. Da ist nämlich jetzt die Schiffsschaufel, muss ich runterschrauben. Also ein paar Sachen muss ich jetzt runterdrehen. Vor die Saat geht's oder noch? Defekt, okay. Okay, es war tatsächlich nur noch die eine Attraktion da. So, die letzte Stunde von diesem Tauch ist, ne, von diesem Stream ist angebrochen.
erst noch kein Geld mehr am Start. Wie viele Besucher ich haben muss? 1200. Erst der Caterpillar, aber soll ich den bauen? Ist mir fast lieber hier. Was wir hier machen, dann machen wir hier nämlich die 10er-Waggons rein. Ne? Zwei Züge. Ich krieg den Freeflow da hinten rein, ja sicher. Hier wird der nochmal mega safe rein. Ein Tick zu hoch, Mist. Da muss ich den wohl selbst.
Wir haben zu wenig. Wenn wir mal 47 gucken. Ein, oder? Hier kommt die Stahlgerüstachterbahn. Endlich kommt sie. Am 10. Mai. Die kann sogar hier hin. Dann mache ich die Marketingkampagne. Ist der noch nicht da? Ich glaube, der Typ hat sich ja verlaufen. Aber ich kann weitere 5 Mechaniker einstellen. Ne? Was heißt 5? Nehmen wir mal 15 hoch. Und 15 weitere Hilfskräfte. Sie ist abholbereit. So, 1000 Besucher haben wir jetzt. Oh, ja, wie lange soll ich mir das noch anschauen? Wahrscheinlich nicht lange mehr. Es ist 18. Mai. Komm, ich mach das jetzt. Ich hau die voll an hier, die Marketingkampagne. Jetzt strömen sie rein, schau mal.
aus. Die Achterbahn reicht mir dann. Hier oben wird alles vollgekotzt. Nett. Sehr nett. Jetzt leer, also auf Euro. Schon schade, dass diese Achterbahn genau für einen Euro nur jetzt geht. Schade. Souverän wird das wieder. Also wenn jetzt beim ersten wieder 400 Leute reinkommen, der Eintrittspreis ist zu günstig. Machen wir aufs Maximum 50 und dann ist Ende. Schienenachterbahn. Dafür habe ich keinen Platz. Da müsste ich das Gelände noch mal erweitern. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal, wie man sieht, schön gerade erweitert hier, dass das hier fast auf einer Linie ist. Oder das ist auf einer Linie. Hier im Meer, am Strand ist alles zugebaut. Hier haben wir noch eine kleine Option gelassen, unterm Karussell, so ein kleiner Weg, wo man noch her könnte. So, eigentlich in erster Mal ist das die. Ist aber halt auch schon lang, also passt da nicht hin, hier auch nicht, aber das liegt dann auch wirklich an den Stützen halt, ne? Aber der kann die Stützen halt nicht so hoch sein. Oh, eine Depression, nehme ich jetzt ganz schlecht, der Jane. Okay, sagen wir es, sehr viel Fröhlichkeit hat sie in meinem Park gelassen. Wie lange war es drin? Also gestern eine Stunde 40 Minuten war sie drin, Jay. Und jetzt ist sie im Eimer.
1200 Leute sind wieder. Parkbewertung, die ist noch nicht ganz auf 999. Ah doch, jetzt gerade angekommen. Sehr schön. Also momentan natürlich wieder alles geschafft, 1200 Besucher, Jahr 3, Parkbewertung von 600. Damit eine Person setzen wir das auch runter auf 20 Cent. Also der Zähler hier ist echt gut. Hä? Ist immer noch zu teuer. Natürlich. Die hier, zwei Personen haben. Okay. Nicht 2,10. 2,10 ist eine dumme Summe. 2 Euro. Bewegungssimulator, da kommt er am 7. Juli. Und da habe ich natürlich jetzt drauf hingefiebert, der kommt nämlich in der Ecke rein da.
ist gleich zu Ende die Kampagne. Aber erstmal brauche ich den jetzt gar. Okay, die Kampagnen sind zu Ende. Extrem, was ist damit los? Oh, da können wir schon auf die Wertung gucken können. Das ist ja gar nichts. Oh, nix.
geschaut auf die Karte, wo er ist, ob das wirklich Achterbahn 5 ist. Das Licht am 6. August. Und die vergessen wir, dann haben wir noch September und Oktober zwei Attraktionen, die ich bauen kann. Das sind Labyrinthe hier. Der Minimize. Hier. Ihr werdet natürlich eh nichts mehr erweitern. Aber jetzt muss ich sagen, am Ende geht es doch schon sehr schnell wieder mit dem Geld. Das überrascht mich doch immer wieder. Also erst krebs ich da rum und dann geht es richtig. Ja okay, es ist auch noch der Marketing-Kampagne, ne? 14.400 alleine Eintritt, 16.800. Ich haut rein, ne? Moin Fetifat. Bleibst auch noch ein bisschen da im Lurky oder gehst direkt on? Fetifat. Okay. Dann machen wir es so, Fetifat. Gott, jetzt kriege ich den ganzen Drehbogen hier. Ja, dann viel Spaß beim Streamen, viel Spaß beim Ongehen. Ah, danke, habe ich gerade, sehe ich gerade. Muss ich gleich nachschauen auf meinem Rechner. Da kann ich es besser abrufen. So, für den Chat habe ich nur Lappy auf und mein Lappy ist so langsam mit dem Laden. Ich muss mir, wenn mein Sommerurlaub vorbei ist, hole ich mir einen zweiten Rechner und dann baue ich das auch so auf, dass das alles besser läuft. Passt.
versuche gerade auf meinem Laptop was zu machen, aber das na vergessen ist. Ich kann leider nicht meinen Daumen nach oben machen. So langsam lädt der, wirst du bescheuert bei. Bis das mein Laptop auf der Reihe kriegt, ist das Stream vorbei. Person auf der Fahrt. 10 Cent? Schade, dass man nicht so auf 0,002 Cent machen kann. Dann würden sie vielleicht reingehen. So, muss ich nochmal anhauen, sonst wird es vielleicht doch noch kritisch bis zum Ende, genau. Einmal muss ich es jetzt noch anhauen, die Marketings. So, bestimmte Attraktionen, nehme ich jetzt bei Achterbahn 4. Ich glaube, es kommen sogar noch mehr Besucher, wenn man den Eintrittspreis komplett billig hat. Also gar nee, auf freien freien Eintritt macht. Da kommen, glaube ich, noch mehr rein. Weil so ist er auf halben Eintrittspreis. Das sind natürlich auch noch 25 Euro im Eimer. Tja. Ausblenden, nämlich die Stützen. So. Oh, shit. So, genau, passt. Jetzt habe ich wieder, dass es lädt, aber danke schon mal fürs
für den Follower. Spricht man es Mörvinson aus oder Mörvinson? Jetzt egal. Ich spiele kurz vorm Abschluss. Denn hier 999, besser geht's nicht. Jetzt hätte ich quasi noch so viel Geld, dass ich mir das. Geht das jetzt eigentlich nicht, dass ich dann das Land mache und dann. Ich habe nur diesen kleinen Zipfel hier für ein einziges Feld, um mir ein Feld zu kaufen. Die kann ich nicht vergrößern. Man muss sich also jedes Feld einzeln dazu holen. Deswegen mache ich das einmal nach dem System. Also ich bin ja quasi hier angefangen mit ganz, ganz wenig frei zu machen. Das hatte den Vorteil, dass ich hier wirklich noch vier Attraktionen hinbauen konnte. Und dann bin ich quasi hier mit angefangen, dass ich dann die Achterbahn, die da passt, Autoscooter, Schiffschaukel und so weiter und so fort, dass man das quasi so weit erweitern konnte. Schreib mal, was das Wort an Umsatz bringt von. Also Eintritt brauche ich nicht drüber sprechen, aber so um die 4000 ist schon der Wert der Einnahmen der Attraktion wert. Den Topspin, der ist für den 4. Oktober noch angesetzt. Das wird die letzte Attraktion jetzt werden, die in meinen Park kommt. Tja, wo ist noch Platz? Bleibt eigentlich nur diese Ecke hier. Vielleicht hier vorne irgendwo schauen, wo man rumgeht. Ja, hier irgendwie so. Oder ich mache mir nochmal Spaß und baue den hier hin. Ich baue den hier hin, komm. Ich muss das mal speichern. Habe ich das überhaupt schon mal getan hier? Nein! Ich habe noch nie gespeichert hier. Ei. Ich sagte irgendwas. Irgendwann rächt sich das bitterböse, dass man dann das Level nicht schafft.
meine. Ja. Ist da nicht hin? Hier auch nicht. Aber hier. Lassen wir das so. Aber keine zusätzlichen Komplikationen mehr aus. Hier tun wir den Wartungsmodus wieder rein. Sie noch mal kotzen gehen. So. Jo, danke. Auch wenn gleich mein Stream vorbei ist. Egal, dann geht's rüber mit dem Ride. Zu DP Kirschi. Kirsche. Denke ich mal, wenn keiner mit weniger Zuschauern reinkommt. Ja, auf die Attraktion hat es jetzt auch geschafft. Oktober. Also die nächsten 3 Stunden geschafft. Und dann kann ich mir endlich mal vernünftig was zu Abendessen machen. Und dann geht's heute Abend nochmal weiter mit dem 3. Level. Also 3. Level für heute. Also nochmal 3 Stunden heute Abend. Lass sie jetzt einfach leer laufen, die Kampagne. Sollte die Hunger haben, haben einfach Pech gehabt, muss ich sagen. Und kein Recht, sich hier zu beschweren bei mir heute. Es sei denn, es ist wirklich was Ernstes. Jetzt muss ich nur noch 6 Tage überstehen. Speichern wir nochmal nach dem Ablauf der Kampagne. Falls nämlich was schief läuft, dann kann ich das ja nicht einfach laden und dann die Kampagne nochmal auf Vollgas aufdrehen und dann schaffe ich es eh.
Hardversion an. Ja, die werde ich wahrscheinlich auf 99 mehr kriegen, ist euch egal. So, zwei Tage noch, zwei Tage. Wir haben es hinter uns. Sehr anstrengend, das immer für 3 Stunden durchzuhalten. Vor allem, wenn man eigentlich das größte Teil vom Park schon alles erledigt hat. Ich wollte ich nicht so. Also, wie gesagt, das war es jetzt von mir aus dem Stream. Weiter geht's mit unserer DP Kirsche. Also, viel Spaß dabei, Leute.